Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir lernen heute den Trackstand. Und zwar von der Pike auf mit ganz vielen Tipps. Der Trackstand hilft dir nicht nur einfach ein bisschen Spaß zu haben, wenn du irgendwo mal wartest, sondern in ganz vielen Situationen auf dem Trail. Sozusagen gehört der Trackstand mit zu den Fundamenten, die du lernen solltest, um erstens sicher auf dem Trail zu sein, wenn es mal knifflig wird, aber auch für so Sachen wie supertechnisches Fahren mit Hinterradversetzen und so, brauchst du den halt auch irgendwie. Und ich habe euch ja versprochen, dass ihr damit auch überprüfen könnt, ob ihr zentral im Bike seid. Das heißt, heute das Thema Trackstand. Ich gebe dir heute 5 einfache Schritte und Tipps, wie du den Trackstand lernen kannst oder üben kannst. Und das allererste, was wir lernen, sind diese kleinen Pedalkicks. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber im Trackstand ist man ja nicht immer unbedingt mit der Bremse am Werk. Ne? Besonders in der Ebene, wenn wir einfach nur ein bisschen stehen wollen, dann brauchen wir erstmal die Bremse gar nicht. Das heißt, vergiss erstmal kurz die Bremse. Wir üben einmal ganz kurz die Pedalkicks. Das sind diese ganz simplen, das ist jetzt mit dem E-Bike, muss ich mal gucken, in welchem Modus ich das hier fahre. Aber das sind diese Schritte, wenn man einfach nur so kurz in die Pedale kickt. Mit E-Bike ist das jetzt halt super cool, weil es immer so ein bisschen schiebt. Das heißt, du versuchst einfach mal über den Parkplatz zu rollen und immer mal so kleine Pedalkicks zu geben, um einfach dann so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. Da kann man die groß oder klein machen. Achte darauf, dass du vielleicht nicht unbedingt im Turbo-Modus fährst, wenn du im E-Bike bist, sondern erstmal einfach nur rollen. Bremse brauchst du erstmal nicht. Und du kümmerst dich erstmal nur um einfach die Pedalkicks. Schritt für Schritt. Und du merkst, selbst ich werde jetzt immer langsamer und komme dann irgendwann so fast zum Stehen. Und dann haben wir ja schon den Trackstand theoretisch. Wichtig ist, die Pedalkicks, die brauchen wir halt auf technischem Gelände, damit wir nicht irgendwo hängen bleiben, weil wir halt nicht richtig pedalieren können. Und deswegen sind die eh sinnvoll zu lernen. Besonders in Kombination mit dem Trackstand dann im technischen Gelände, um die Trails zu meistern. So, der nächste Tipp. Dafür braucht ihr eine Wand, so eine Bank, irgendwie sowas einfach, wo ihr dann ganz entspannt erstmal das Vorderrad anlehnen könnt. Was ihr jetzt übt, ist einfach aufzusteigen erstmal und die Bank jetzt oder die Wand in dem Fall als Hilfe zu benutzen, um zu balancieren. Das heißt, ihr nehmt euch hier die Bank, die Wand und dann steigt ihr einfach auf. Die Challenge ist jetzt, dass ihr von der Bank aus wegkommt und das, indem ihr kurz Schwung nach hinten nehmt, in die andere Richtung lenkt und dann mit den Pedalkicks einfach wegfahren. Wenn ihr das geschafft habt, macht ihr das Ganze jetzt so ein bisschen fließender. Das heißt, ihr rollt wieder zu auf die Bank, lehnt euch kurz an, holt wieder Schwung zurück, Pedalkicks und wegrollen. An so einer Bank habt ihr eigentlich eine ganz gute Höhe. Wenn ihr jetzt so eine Wand habt, ist das natürlich noch ein bisschen einfacher, da den Punkt optimal zu treffen. Und dann macht ihr das einfach so lange, wie ihr Bock habt. In der nächsten Aufgabe, im nächsten Tipp, brauchen wir jetzt keine Bank mehr, immer noch keine Bremse und nur die Pedalkicks. Das bedeutet, ihr rollt los mit kleinen Pedalkicks und nehmt die Finger weg von der Bremse und versucht einfach immer wieder langsamer zu werden, so ein bisschen auszubalancieren, und wenn es nicht mehr geht, dann wieder kleine Pedalkicks geben, wieder weiterrollen und nur mit den Pedalkicks versuchen, vorwärts zu kommen, stehen zu bleiben. Jetzt haben wir hier schon wieder die Bank, können wir nochmal anlehnen, wieder weiter. Und so bekommt ihr immer mehr ein Gefühl dafür, wann ihr so den Punkt habt, wo ihr das Gleichgewicht halten müsst für den Trackstand ohne Bremse. Hier ist jetzt abschüssig nach hinten auch interessant. Und da habt ihr dann eine super Übung, um immer zentral im Bike zu sein. 2 kleine Tipps noch für den Trackstand so nebenbei. Es hilft mir extrem, wenn ich irgendwo hingucke und gar nicht viel an den Trackstand denke. Außerdem wieder zentral im Bike sein, weil sobald ihr das Becken zu weit vorne oder hinten habt, ist eh vorbei. Das bewegt sich theoretisch nur nach links und rechts.
Und dadurch könnt ihr immer überprüfen, ob ihr zentral seid. Die nächste Challenge ist jetzt natürlich, das Ganze mit Bremsen zu machen. Weil die Bremsen brauchen wir natürlich, weil wir ja meistens bergab fahren. Das heißt, da funktioniert das nicht, dass wir einfach so stehen bleiben. Und das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger, als einfach nur mit den Pedalkicks stehen zu bleiben. Das heißt, die nächste Übung ist ganz entspannt, wieder Pedalkicks. Aber diesmal darfst du die Bremse mit benutzen, um stehen zu bleiben. Und spielst einfach gerne so ein bisschen damit. Immer wieder mal wieder loslassen, wenn du das Gleichgewicht verlierst. Das heißt, der Trackstand ist eigentlich nie eine, ja, so eine, wie sagt man, so eine total statische Übung, sondern immer so ein bisschen in Bewegung. Und in diesen Schritten kann man das einfach super, super gut üben. So. Als letzten und finalen Schritt üben wir das natürlich jetzt auch noch im Gelände. Und zwar gehen wir dann zu einer steilen Abfahrt, die so ein bisschen abschüssig ist, und wir versuchen jetzt da einfach mal stehen zu bleiben. Kommt mal mit. So, wir haben uns hier so ein kleines Stückchen rausgesucht. Es sind auch noch so ein paar Wurzelstufen kleine drin. Und da versuchen wir jetzt einfach dosiert zu bremsen und stehen zu bleiben. Natürlich muss man jetzt eigentlich noch vorher das Bremsen ordentlich lernen, aber das ist erst im nächsten Video dran, in 2 Wochen. Das heißt, aktivier auf jeden Fall schon mal die Glocke, lass ein Abo da, damit du das nicht verpasst, denn das fehlt dir auf jeden Fall für diesen Schritt noch. Dennoch kannst du das natürlich schon mal ausprobieren, um einfach ja, so ein bisschen zu trainieren. Ich radel mal hoch und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. So, das heißt, hier kommen jetzt die Absätze. Wir versuchen, gleich viel Gewicht auf beiden Pedalen zu haben, dosiert zu bremsen. Kleine Pedalkicks. Na, jetzt habe ich hier die Wurzel. Hier könnte ich jetzt ewig stehen sozusagen. Das ist jetzt wie eben die Bank. Und wieder lösen und losrollen. Diese kleine Übung macht nicht nur mega viel Spaß, sondern hilft auch einfach, wenn man so etwas technischere Trails fährt. Ich werde euch im Bremsenvideo das nochmal ein bisschen genauer erklären, wie das Ganze funktioniert. Denn oft hat man ja das Problem, dass die Reifen blockieren und so weiter und so fort. Aber das Ganze erst in 2 Wochen wieder. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.